Liebes, ich will nicht, dass du gehst. Komm, wir gehen nochmal nach oben. Ja. Würde ich auch gern. Tschüss. Ich spreche mit ihm. Okay. In der Stunde. Ja. Warum hast du das getan? Warum habe ich was getan? Tu nicht so! Ah, ja. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein, dich noch immer so in mein Leben einzumischen? Wenn du deine Ruhe haben möchtest, geh doch einfach nach oben. Zieh aus, bitte. Ich mache mich doch schon so gut wie unsichtbar. Das war es doch, was du wolltest, oder? Du weißt genau, was ich will. Wenn du das meinst. Nein. Bitte, Karl, du hast es mir versprochen. Was soll ich denn noch tun? Und könntest du bitte Max bei deiner miesen Rache endlich raushalten? Max ist dein Problem. Ich verstehe sowieso nicht, wie du dich in so einen verknallen konntest. Guck dich doch selber an. So wie du hier rumläufst, kriegst du doch in deinem Leben keine mehr ab. Du bist doch nur eifersüchtig, dass ich mit Max mehr Spaß habe, als ich mit dir hier hatte. Zieh aus! Nein! Nur wenn er nicht wieder hierher kommt. So, das reicht mir. Ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Und zwar sofort. Ich bitte dich. Lass mich, ich will. Hör auf mit dem Quatsch. Wir kriegen doch das alles. Wir kriegen das doch alles auf die Reihe. So? Dann zieh das Hausverbot zurück und zieh aus, wie du es mir versprochen hast. Lass uns doch in Ruhe über alles reden. Ich kann nicht mehr. Wenn du nicht ausziehen willst und Krieg willst, dann kannst du den haben. Spinnst du? Hör auf! Bin ich hier im Irrenhaus oder was? Anscheinend. Hallo Thomas, ich bin's. Hier war wieder der Teufel los. Dann komm doch ein paar Tage zu uns. Nee, danke. Maria tauscht hier die Schlösser aus. Mann, Karl, ich kann eure Probleme auch schon nicht mehr hören. Das kann ich ja verstehen, aber vielleicht kannst du noch mal mit ihr reden oder Ulrike. Nein, wirklich nicht. Du musst in die Scheidung einwilligen. Das geht nicht anders. Ach so. Du bist jetzt auch der Meinung, dass in unserer Situation Anwälte das Beste wären, ja? Karl, erkundige dich doch erstmal, was es für Möglichkeiten gibt. Erzähl ihm doch von dem Radiobeitrag. Quatsch mir nur nicht dauernd dazwischen, Ulrike, was? Ja, mit der Mediation. Ach so, ja, ich soll dir sagen, dass da ein Beitrag über ein neues Scheidungsverfahren war. Ach. Wieder was Neues, ja? Frau Diesbach? Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Wenn es nach mir ginge, wäre ich überhaupt nicht hier. Maria, jetzt warte doch erst mal ab. Karl, ich habe nur dieses ewige Gequatsche satt. Ich habe gesehen, wozu das führt seit einem Jahr zu nichts. Ich möchte jetzt einen klaren Schnitt. Hat Ihr Mann Sie gebeten, hier mit herzukommen? Ja. Meine Frau möchte alles alleine entscheiden, wissen Sie. Den Urlaub und die Wandfliesen im Bad, im Bett. Maria, jetzt hör doch erst mal zu. Ich möchte den Rat einer neutralen Person einholen. Unser Kahn ist doch total verfahren. Und du hör jetzt mal auf, mich hier als unmöglich hinzustellen. Du hast dich die ganze Zeit aus allem rausgehalten. Ich musste alle Entscheidungen alleine treffen. Das ist ganz klar dein Problem. Mein Ersatz wohnt ja auch schon fast bei uns. Das geht dich überhaupt nichts an. Wenn überhaupt, bei mir. Wir wohnen getrennt in unserem gemeinsamen Haus. Meine Frau Maria und Bettina oben und ich unten im Erdgeschoss. Ich arbeite jedenfalls nur dann, wenn Sie beide einen Sinn in der Mediation sehen. Was steht denn einer Einigung zu Hause im Weg? Er stellt sich quer. Ja, bei uns ging es zu Hause in der letzten Zeit schon ein bisschen zu wie in dem Stück Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Du, mein Lieber, hattest schon versprochen auszuziehen. Wann tust du es endlich? Ich kann nicht mehr. Du hast doch gesehen, wozu es führt, wenn Max und ich dir ständig über den Weg laufen. Das geht doch auch nicht für das Kind. Sie haben also Konflikte miteinander, wer auszieht? Und zu Hause reden fällt Ihnen auch schwer? Ja.
Sie sollten sich darüber klar werden. Wollen Sie Ihre Probleme hier in der Mediation gemeinschaftlich klären? Oder lieber alleine zu Hause? Oder auf dem Weg, der Ihnen sicher bekannt ist? Das heißt, die nehmen sich sicherlich Anwälte, die Sie einseitig vertreten und lassen dann den Richter entscheiden. Nein. Dass ein Richter oder ein Anwalt sich in mein Leben einmischt? Nein, auch Sie nicht, Frau Haft. Maria, es geht doch um uns. Um Bettina, um dich und um mich. Und wir können das nicht zu Hause alleine am Frühstückstisch besprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir das alleine hinkriegen. Entschuldige bitte, ich glaube einfach nicht, dass dieses neue Verfahren, wie heißt es noch? Mediation, das heißt übersetzt Vermittlung. Okay, also die Mediation, wie soll die überhaupt funktionieren? Es stellt sich im Prinzip die Frage, ob Sie die strittigen Punkte Ihrer Trennung mit meiner Hilfe lösen wollen. Denn die Mediation ist freiwillig. Sie können sich hier mit mir zusammensetzen, um Konflikte zu klären. Aber Sie alleine entscheiden, wie das Ergebnis sein soll. Damit der Mediationsvertrag aber auch hält und keiner von Ihnen beiden das Gefühl hat, später benachteiligt worden zu sein, sollten Sie auch wissen, wie ein Richter voraussichtlich Ihren Fall entscheiden wird. Denn hier kann etwas anders herauskommen als vor Gericht. Hier können Sie eine Lösung finden, die Ihrer beider Bedürfnisse und denen Ihrer Tochter entspricht. Naja, ich weiß nicht. Also, Frau Haft, ich möchte hier nicht einfach schnell abgewickelt werden. Ich möchte schon alles einbringen in diese Runde. Sonst hat das keinen Sinn für mich. Und ich weiß einfach nicht, wie ich das durchstehen soll. Allein schon mit dir hier zu sitzen, Karlst, kostet mich eine Menge Überwindung. Ich denke, dass es für Sie beide keine leichte Situation ist. Aber wenn es Ihnen gelingen sollte, diesen Prozess gemeinsam durchzustehen, dann werden Sie umso unbelasteter in Ihre neue Lebensphase gehen können. Sie sollten allerdings auch nicht, koste es, was es wolle, eine Einigung anstreben, wenn Sie nicht wirklich beide damit einverstanden sind. Lieber jetzt abbrechen, als einen faulen Kompromiss eingehen. Also ich wäre schon sehr froh und glücklich, wenn wir wenigstens nicht im Streit auseinandergehen würden. Jetzt übt doch nicht schon wieder Druck auf mich aus, Karl. Ich verspreche hier gar nichts. Mal ganz ehrlich, Frau Haft, glauben Sie wirklich, dass Sie bei einem so zauberhaften Ehepaar wie uns beiden neutral bleiben können? Was ist denn zum Beispiel, wenn wir beide einen Kompromiss schließen wollen, der Ihnen nicht gefällt? Ja, unter Neutralität verstehe ich jeden von Ihnen beiden gut zu verstehen, jedem helfen, seinen eigenen Standpunkt zu entwickeln und für keinen von Ihnen beiden Partei zu ergreifen. Wenn ich aber spüre, dass einer von Ihnen beiden deutlich in eine schlechtere Position gerät, dann werde ich das auch sagen. Denn ich arbeite als Mediatorin, weil ich denke, dass von jedem Partner, also auch von Ihnen, eine faire und gerechte Lösung gefunden werden kann. Außerdem verstehe ich unter Neutralität, dass Sie alle Fakten auf den Tisch kommen, die Sie brauchen, um später Ihre eigenen Entscheidungen fällen zu können. Das heißt, eventuell werden Fachberater benötigt, Finanzierungsexperten, Steuerberater, Gutachter für das Haus. Die Rechtslage werde ich als Anwältin einbringen. Vor der Vertragsunterschrift sollte jeder von Ihnen noch einmal einen eigenen Anwalt aufsuchen, damit auch alle Aspekte bedacht sind. Klärt das Ihre Frage nach Neutralität? Ja, aber liegt da nicht irgendwo ein Hund begraben? Frau Diesbach, Herr Diesbach, Sie können eine Mediation machen, wenn Sie eine Lösung für sich und die Folgen Ihrer Scheidung suchen. Ich kann Ihnen bei der Lösungserarbeitung behilflich sein, aber ich bin keine Therapeutin. Und hier geht es auch nicht um Sieger und Besiegte. Das Ziel ist eine konkrete Vereinbarung, die die Fragen des Sorgerechts, des Umgangs und Unterhalts sowie die Eigentumsfragen regelt. Ja, das klingt soweit für mich recht überzeugend, aber das kostet doch auch was, oder? Eine Sitzung von anderthalb Stunden kostet bei mir 345 Mark inklusive Mehrwertsteuer. Sie sollten sich den Betrag teilen. Das heißt, auf jeden von Ihnen würde 172 Mark und 50 zukommen. Sie können jederzeit abbrechen und sind zu nichts weiter verpflichtet. Mhm. Ja, und wie lange dauert das so im Normalfall? Ungefähr 5 bis 10 Sitzungen. Tja, also was würden wir denn bei unserem nächsten Treffen besprechen? Ich schlage vor, dass wir bei unserer nächsten Sitzung erstmal über die Konflikte und Themen sprechen, die Sie gerne in der Mediation klären wollen. Wir können jederzeit noch Punkte ergänzen, wenn Sie das wollen. Frau Diesbach, Sie haben mich doch vorhin gefragt, warum ich mit dem Flipchart arbeite. Ja. Wie Sie sehen, ist das einfach eine gute Möglichkeit, eine Übersicht über unsere Aufgaben zu bekommen, die wir noch zu lösen haben. Toll. Das Knäuel sozusagen zu entwirren in all den Problemen und Konflikten, damit die Situation klarer wird. Ja. Okay. Herr Diesbach, das sind die Punkte, die Sie gerne während der Mediation geklärt haben möchten. Ja. Könnten Sie die bitte mal bewerten und sagen, welche der Punkte Ihnen am wichtigsten sind? Also im Prinzip steht das schon in der richtigen Reihenfolge. Erstens Klärung der Wohnsituation. Ja. Dann kommt die Vater-Tochter-Beziehung an zweiter Stelle. Ja. Immerhin ist Bettina mein Kind.
Wahrscheinlich hast du sie auch geboren. Scherzle gemacht. Ja, ja. Die Aufteilung des Vermögens an dritter Stelle. Ja. Ich habe nämlich keine Lust, mich abzocken zu lassen. Das hatte ich auch nicht vor, Karl. Und an vierter Stelle die Beteiligung am Lebensbedarf von Bettina. Also ich denke, das würden wir vielleicht alleine geklärt bekommen. Okay. Und wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Diesbach? Also die räumliche Trennung steht bei mir ganz klar Nummer eins. Auch. Ja. Was geschieht mit dem Haus Nummer zwei? Mhm. Ich möchte natürlich auch, dass du dich am Lebensbedarf von Bettina beteiligst. Nummer drei. Okay. Hm. Aufteilung der Möbel. Nummer vier. Mhm. Und Schulbesuch. Und Verhältnis Karl zu Max. Nummer fünf, obwohl eigentlich sollte das hier auch kein Thema sein. Gut. Was sind denn jetzt die wichtigsten Punkte? Also die Klärung der Wohnsituation, die räumliche Trennung steht bei Ihnen beiden an erster Stelle. Wollen wir damit das nächste Mal beginnen? Ja. Ja? Okay. Dann lassen Sie uns mal noch einen Termin gucken. Am liebsten keinen Staubsauger, der steht dir doch sonst immer so gut. Das ist ein ganz neues Ding. Ein antistatischer Feger. Ich glaube nicht, dass du noch mal einen Mann wie mich kriegen wirst. Hier. Oh Gott, fang nicht schon wieder an. Ich habe manchmal so Phasen, da muss ich nachdenken, weißt du. Und dann muss ich Briefe schreiben. Dass ihr zu der Meditatorin geht. Du, wir meditieren da nicht. Die Frau nennt sich Mediatorin und das heißt so viel wie Vermittlerin. Aber jetzt sag mir mal, warum wir da nicht mehr hingehen sollen. Mama hat gesagt, dass ihr dort über die Scheidung redet. Weißt du, so wie es im Moment ist, kann es doch auch nicht weitergehen. Hm? Was ich dich übrigens schon lange fragen wollte, freust du dich eigentlich aufs Gymnasium? Ich weiß nicht. Papa, jetzt sag doch mal, hilft dir dabei, dass ihr zusammenbleibt oder dass ihr auseinandergeht? Weißt du, sie hilft uns, rauszukriegen, was wir wirklich wollen. Aber wenn du dir Sorgen machst, dann kommst du einfach mal mit zu dieser Mediatorin, hm? Mm-mm. Hm? Hm? Ich will jetzt hier nicht mehr um den heißen Brei herumreden. Entweder du machst, was du versprochen hast, oder ich breche jedes weitere Gespräch ab. Sie fühlen sich stark unter Druck. Können Sie das näher erklären? Der Zustand zu Hause ist unerträglich. Ich fühle mich bedrängt. Das ist sehr belastend. Ich habe keinen Ort mehr, wohin ich mich zurückziehen kann. Sie befürchten, dass die Auseinandersetzungen mit Ihrem Mann weitergehen? Ja, nicht nur das. Es stimmt schon, dass ich gesagt habe, dass ich ausziehe. Aber mittlerweile denke ich, dass ich das gar nicht mehr kann. Was passiert denn dann? Nee, ich möchte erst die Konsequenzen wissen. Was befürchten Sie? Ich befürchte, dass der Kontakt zu meiner Tochter abreißt. Komm. Dann das mietfreie Wohnen, die schöne Umgebung. Außerdem, wenn ich ausziehe, muss ich für Bettina Unterhalt zahlen. Überhaupt diese ganzen finanziellen Dinge, die möchte ich zuallererst geregelt wissen. Soll ich dir was sagen? Der wahre Grund ist doch, dass du eifersüchtig bist, dass ich Max bei mir habe. So ein Quatsch. Ich finde es bloß nicht sonderlich prickelnd, wie er den großen Macker raushängen lässt. Außerdem, er parkt ständig seinen Porsche in meiner Einfahrt. Karl, der Porsche hat nichts mit dem Ende unserer Ehe zu tun. Die haben wir beide selber gründlich verschissen. Es geht hier um Bettina. Und die muss sich schließlich auch an Max gewöhnen. Und wie soll das Kind das machen, wenn es zwischen dir und Max automatisch immer zum Kampf kommt? Seit Max bei uns wohnt, ist das Haus für mich zur Hölle geworden. Und du sagst einfach, zieh doch aus. Das finde ich wirklich toll an dir. Ja, und wie soll ich mich dabei fühlen? Ich habe doch auch das Anrecht auf ein glückliches Leben, genau wie du. Was du ab jetzt machst, denkst, arbeitest, tust, ist alleine deine Sache. Punkt. Moment mal. Ich sehe, dass Sie sich gegenseitig Vorwürfe machen und ins Wort fallen. Ich schlage vor, Sie kommunizieren über mich. Ich versuche, Sie beide gut zu verstehen. Und Sie sollten sich so lange zuhören. Okay. Ja, es ist genug Zeit, dass jeder alles sagen kann. Sie will mich abschieben, das ist es. Dann hat sie das Haus, das ich komplett renoviert habe. Dann hat sie das Kind. Dann hat sie einen neuen Lebensgefährten und sie hat das Geld. Sie hat einfach alles. Und was ihr nicht in den Kram passt, das wird entsorgt. Und darüber soll ich jetzt ganz ruhig und ganz sachlich reden, ja? Sie fühlen sich sehr abgewertet? Ja. Sie wollen nicht aus dem Haus gejagt werden, sondern aus freiem Entschluss gehen.
und vorher alle Konsequenzen bedenken? Und Sie, Frau Diesbach, fühlen sich dauernd ständig kontrolliert. Ich möchte nur in Frieden in dem Haus leben, was ich selber eingerichtet habe. Ich, immer ich. Ich darf ja auch sagen, was ich denke, ja? Karl und ich waren immer schon sehr unterschiedlich. Das hast du ja auch nie kapiert. Zum Beispiel auch unsere Sexualität. Also bitte, das gehört ja nun wirklich nicht hierher. Ich habe ihm immer gesagt, was mich stört und was ich mir wünschen würde. Und geändert hat sich nichts. Bitte. Hast du schon vergessen? Bei der Eheberatung waren wir auch schon. Karl war vor 13 Jahren wirklich meine große Liebe. Aber was nützt uns das jetzt? Er und ich, wir brauchen beide eine neue Zukunft. Und Karl, wenn du mir in Sachen Haus entgegenkommen könntest, ich fände es wirklich sehr klasse von dir. Frau Diesbach, Sie wollen Ihre eigenen Vorstellungen leben und sich nicht mehr mit Ihrem Mann abstimmen müssen. Ja. Sie wünschen sich, dass Ihr Mann bereit ist, Ihnen das Haus zu überlassen? Ja. Warum ziehst du denn nicht einfach aus und nimmst dir mit deinem Dings eine Wohnung? Max, weil ich an dem Haus hänge, das weißt du ganz genau. Du hast doch gar nicht die innere Bindung. Das hast du selbst gesagt. Karl, unser Haus wurde nach meinen Ideen erbaut. Und du warst nur der Handwerker. Ich habe meine ganze Freizeit da reingesteckt. Ich würde auch gern das Haus haben wollen. Wissen Sie, die Wahrheit ist, dass dieser Max da einziehen will. Maria, ich weiß nicht, ob du dir so einen großen Gefallen tust, wenn du das Haus nimmst. Okay. Dann, weil ich es will. Und jetzt denke mal an Bettina. Willst du dem Kind auch noch einen Umzug zumuten? Bettinas Freunde wohnen alle in der Nähe. Das Kind geht bald aufs Gymnasium. Verstehst du das denn nicht? Frau Diesbach, ich verstehe, dass Sie unbedingt in dem Haus wohnen bleiben möchten und dass es Ihnen persönlich wichtig auch in Bezug auf Ihre Tochter ist. Ach, das verstehen Sie jetzt. Ja. Ach, Entschuldigung. Ja, es stimmt, was Maria gesagt hat. Bettina möchte im Alltag bei ihr leben und sie fühlt sich sehr wohl in dem Haus. Ihre Freunde kommen dorthin und was für meine Tochter gut ist, ist natürlich auch für mich ganz wichtig. Herr Diesbach, Sie könnten sich theoretisch vorstellen, auszuziehen, wenn dadurch Ihre Beziehung zu Ihrer Tochter nicht unterbrochen wird und Ihre rechtlichen und finanziellen Probleme geklärt sind? Ja, im Prinzip schon. Karl. Es ist keine Frage. Du bist der Vater für Bettina. Es gibt keinen besseren und du machst es sehr beeindruckend. Du weißt ja auch, dass es mir gefällt, wie du mit Bettina umgehst. Ich habe auch gar kein Problem damit, dass ihr zusammen in dem Haus wohnt. Ich habe sie auch für euch umgebaut. Aber dass dieser Max da auch noch wohnen muss, nee. Ihnen ist die Vorstellung unangenehm, dass Max in dem Haus wohnt. Befürchten Sie auch, dass Sie durch Max in Ihrer Vaterrolle verdrängt werden? Ja, klar. Karl, ich möchte es noch mal klarstellen. Max hat Bettina nicht zu erziehen, das weiß er auch. Und Bettina wird auch in Zukunft so oft bei dir sein können, wie sie möchte. Weißt du, Maria, ich möchte eigentlich nur mit erhobenem Haupt gehen und nie wieder. Nie wieder in solch eine Situation geraten. Haben Sie sich denn auch schon mal überlegt, wie Sie in Zukunft leben möchten? Nein. Ich wollte mein Leben ja eigentlich gar nicht ändern, aber es macht mir schon ein bisschen Angst, wenn ich darüber nachdenke, alles neu finden zu müssen. Mal schauen, ob es uns heute gelingen wird, eine Vereinbarung für Ihre Wohnsituation zu finden. Danke. Bitte. Danke. Was gibt es denn für Lösungen? Lassen wir uns einfach mal sammeln. Wir könnten im Haus zwei getrennte Wohnungen mit separatem Eingang einrichten. Nee, will ich nicht. Bitte noch keine Bewertung. Maria geht aus dem Haus. Ich bleibe mit Bettina wohnen. Die obere Wohnung wird an Freunde vermietet. Die Miete bekommt Maria. Die Lebenshaltungskosten von Bettina teilen wir uns. Sag mal, du spinnst wohl. Ich dachte, das haben wir geklärt. Weitere Möglichkeiten? Karl zieht aus. Und wie weiter?
Also ich dachte mir, 100.000 Mark, die Hälfte des Wertes, als wir das Haus gekauft haben, kriegst du und kannst Bettina jederzeit sehen. 100.000 Mark, ist das dein Ernst? Ja. Das Haus ist jetzt mindestens 800.000 wert, nach allem, was wir da reingesteckt haben. Selbst wenn wir die 200.000 Schulden, also diesen Kredit, abrechnen, bleibt für jeden von uns beiden noch 300.000 Mark als Hausanteil übrig. Könnten wir noch einen Moment bei den Möglichkeiten bleiben? Ja, gut. Dann steuere ich noch denkbare Möglichkeiten bei. Das Haus wird verkauft, der Erlös wird geteilt. Jeder von Ihnen zieht in eine neue Wohnung. Oder Sie ziehen beide aus, Mieter ziehen ins Haus. Der Erlös deckt den Kredit und das, was darüber hinausgeht, wird geteilt. Weitere Möglichkeiten? Warum machen Sie denn jetzt auf einmal Vorschläge? Das sind keine Vorschläge. Ich möchte einfach, dass Sie möglichst viele Möglichkeiten hören und möglichst viele Aspekte bedacht sind, damit Sie sich sicherer werden können. Könnten Sie denn jetzt einmal die Lösungen bewerten? Welche Bedürfnisse werden befriedigt und welche bleiben unbefriedigt? Lassen Sie uns mal mit der ersten anfangen. Aufteilung des Hauses in zwei getrennte Wohnungen. Nein, da ist doch der Streit vorprogrammiert. Und der Umbau würde so viel kosten, ach, da könnten wir uns doch gleich eine dritte Wohnung dazu kaufen. Aber mein Wunsch nach Nähe zu Bettina wäre damit erfüllt. Allerdings könnte keiner von uns ein wirklich neues Leben anfangen. Wie ist es mit der nächsten Option? Bettina bleibt mit dem Vater im Haus, Maria zieht aus und erhält die Miete fürs Obergeschoss? Naja, Bettina braucht ihre Mutter im Moment schon sehr und ja, da sind wir uns eigentlich auch einig. Ja, also, es tut mir leid, wenn irgend möglich möchte ich mit Bettina und Max in dem Haus wohnen bleiben. Ich hänge an dem Haus, es tut mir leid. Ich möchte natürlich auch, dass es dir in Zukunft gut geht. Ach, ich weiß es nicht mehr. Es tut mir wirklich leid. Tja. Die Luft ist raus. Okay, ich ziehe aus. Es gibt da eine kleine Wohnung in der Innenstadt, die ich mir vor ein paar Tagen mit einem Makler angesehen habe. Bettinas Gymnasium ist ganz in der Nähe. Sie kann also bequem zu Fuß zu mir kommen. Wenn das für Sie beide in Frage kommt? Mein Vorschlag wäre, ich bleibe noch 6 Monate im Haus, bis die Wohnung frei ist. Und Maria gibt mir meinen Hausanteil, damit ich diese Wohnung kaufen kann. Ja. Eine extra Portion Fleisch für Bettina. Ich mag doch gar kein Fleisch. Mama, Pizza! Nee, ich habe doch heute Mittag schon Pizza gegessen. Pizza? Gemüse! Warum essen wir heute eigentlich zusammen? Weil wir mit dir sprechen müssen. Könnt ihr mir doch gleich sagen, ist es wegen der Mediatorin? Ja. Aber ihr streitet doch gar nicht mehr. Bettina, Mama und ich, wir werden uns doch trennen. Das will ich nicht. Was sollen wir denn sonst machen? Guck mal, es wird sich für dich doch nicht viel ändern. Du wirst mit mir hier wohnen bleiben. Papa wird sich in der Nähe deiner Schule eine Wohnung suchen, sodass du ständig beide von uns sehen kannst. Du kannst auch so oft bei Papa schlafen, wie du willst. Was soll ich jetzt noch sagen? Du, für jeden von uns ist es was Neues. Ich denke, wir werden einfach oft drüber sprechen müssen. Es ist toll, dass ihr euch mal so einig seid. Sie haben sich also in der Zwischenzeit mit Ihrer Bank und den Steuerberatern in Verbindung gesetzt und sich eine Meinung gebildet, wie die finanzielle Regelung Ihrer Scheidung sein soll. Das bedeutet, Sie, Frau Diesbach, werden das Haus allein als Eigentum übernehmen und dort mit Bettina wohnen. Ja. Sie werden Herrn Diesbach seinen Hausanteil in Höhe von 300.000 Mark auszahlen, indem Sie einen Kredit aufnehmen.
Auch die Restschuld auf das Haus übernehmen Sie. Herr Diesbach, Sie kaufen sich eine Eigentumswohnung von Ihrem Hausanteil. Da diese aber nur 250.000 Mark kostet, wird er Ihnen den übrig verbleibenden Teil von 50.000 Mark stunden, damit Sie keine so große Belastung in den nächsten Jahren haben. Herr Diesbach, Sie zahlen 600 Mark monatlich für Bettina an Ihre Frau und Sonderaufwendungen wie Schulanteil etc. werden zwischen Ihnen beiden aufgeteilt. Hier ist noch einmal die Aufstellung Ihres Budgets, was jedem von Ihnen monatlich zur Verfügung steht. Haben Sie dazu noch Fragen? Ja, wie läuft das mit der Eigentumsübertragung meines Hausanteils auf Maria? Das muss notariell gemacht werden. Das heißt, ich werde Ihnen einen Vertragsentwurf zuschicken, in dem alle Punkte genau aufgeführt sind. Nach Überprüfung durch Sie und Ihre Berater gehen wir dann zur Notarin. Und wie läuft das bei Gericht weiter? Die Scheidung kann nur ein Richter im gerichtlichen Verfahren aussprechen. Und dazu brauchen Sie Anwälte. Ich kann Sie dabei nicht mehr vertreten, weil Sie vor Gericht potenzielle Gegner sind. Das ist gesetzlich so geregelt. Das heißt, Sie müssen sich einen anderen Anwalt nehmen, der dann in einem Jahr Ihren Antrag auf Scheidung beim Gericht einreicht. Wenn Ihr Partner zustimmt, wird kein zweiter Anwalt benötigt. Dadurch werden Kosten gespart. Das Verfahren läuft dann formal und bürokratisch ab. Sie sagen, dass Sie seit einem Jahr getrennt leben und Ihre Ehe nicht wieder aufnehmen wollen. Dann wird geschieden. Während der Scheidung regelt der Richter noch den Versorgungsausgleich, das heißt den Ausgleich der in der Ehe erworbenen Rentenansprüche. Im Sorgerecht wird er dem Vorschlag der Eltern folgen. Die Dinge, die im Mediationsvertrag stehen, werden während der Scheidung nicht mehr besprochen. Ist das alles klar? Ja. Ja. Ja, ja, dann ist es jetzt Zeit für Ihren Scheck. Ja. Richtig. Ja, ich habe nicht gedacht, dass wir über diese Hürde nachher kommen werden. Vielen Dank. Bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Oder lieber doch nicht. Ja, vielleicht haben Sie da auch nicht. Nächste Woche bei Gott und die Welt in den Grachten.